Herzlich Willkommen auf Masers Clash Channel. Das heutige Sneak Peek verrät die nächste Truppe, die ein Level Upgrade bekommt. Und zwar gibt es bald ab Rathaus Level 11 die Hexen auf Level 3. Und sie sehen ziemlich, ziemlich cool aus. Die neuen Hexen haben jetzt an ihrer Kapuze so einen goldenen Rand dran. Und auch der Totenkopf, der auf ihrem Stab thront, besitzt jetzt ein goldenes Rückgrat, das sich den Stab runter schlängelt. Aber schauen wir uns die Hexen doch mal im Detail an, wie sie denn in Game aussehen. Hier machen vier Hexen gerade Lagerfeuer, und man kann sie meiner Meinung nach relativ gut von den Level 2 Hexen unterscheiden, aber natürlich ist nicht nur das Aussehen anders, sondern auch ihre Statuswerte haben sich etwas geändert. Und zwar am allerwichtigsten sind da die Spawn Rates von ihren kleinen Skeletten, auf Level 1 konnten Hexen ja 3 Skelette herbeirufen und maximal 6 zur selben Zeit. Auf Level 2 sind es 4 Skelette auf einmal herbeirufen und insgesamt 8 Skelette pro Hexe. Und auf Level 3 wird die Hexe nun fähig sein, 5 Skelette auf einmal herbeizurufen und maximal 10 pro Hexe auf dem Feld. Das macht natürlich einen ziemlich großen Unterschied, wenn man das mal ausrechnet. Während das insgesamt mit 22 Hexen, davon 20 in den Lagern und zwei in der Klamburg, 220 Skelette auf einmal auf dem Spielfeld, wenn natürlich die Hexen nicht draufgehen. Das ist schon eine schier unglaubliche Zahl. Und ich glaube, da Hexen auch allgemein sehr, sehr beliebt sind für Go -V -V und äh, auch im Misch mit Go-Vibe glaube ich, dass das Ganze äh, ziemlich, ziemlich einschlagen wird. Aber Level 3er Hexen braucht es natürlich auch auf Rathaus 11, um gegen die neuen Verteidigungen anzukommen. Eine eher etwas kleinere Änderung, die heute noch bekannt gegeben wurde, ist, dass ab sofort das Suchen von Gegnern auf Rathaus Level 10 anstatt 1000 Gold nur noch 900 Gold kosten wird. Die Frage stellt sich dann natürlich, was es auf Rathaus Level 11 kosten wird. Man hat, glaube ich, schon einmal kurz irgendwo gesehen, dass es ungefähr 1250 Gold kosten wird, aber vielleicht wird das Ganze ja noch angepasst. Und insgesamt ist das auch wieder etwas nutzerfreundlicher, weil sich die Rathaus 10 dadurch pro 10-mal suchen einen Tausender Gold sparen. Das hört sich jetzt vielleicht gar nicht so viel an, aber im Endeffekt, wenn man überlegt, wie oft man denn Gegner sucht, macht das, glaube ich, schon einen ganz gehörigen Batzen aus. Hexen Level 3 sind auf jeden Fall eine richtig richtig coole Sache und ich glaube, das hat's auch unbedingt nötig. Und wir schauen morgen wieder, was Supercell für weitere Neuerungen für Clash of Clans herausbringt. Bis dahin wünsche ich euch noch viel Spaß hier auf Mases Clash Channel.